Willkommen zu Command & Conquer Tiberian Dawn. Ich habe mir überlegt, ich demonstriere mal eine von den interessanten Zusatzmissionen, und zwar die Notmission Under Siege. GDI has pinned us down inside our base and funds have run out. Reports have it that GDI is ready to send in airstrikes to finish us off. The situation looks hopeless. Und das ist ziemlich genau das, was ich mir am Anfang auch dachte, als ich die Mission zum ersten Mal gesehen habe. Wenn man kein Geld hat, kaum irgendwas tun kann und massiv belagert wird. Die heißt halt nicht umsonst anders. Hier stehen jede Menge ganz böse Panzerchen an allen drei Eingängen. Hier, hier und hier. Und man muss sich jetzt irgendeine Strategie überlegen, wie man denn hier durchkommt. Eine mögliche Strategie probieren wir hier einfach mal aus. Erstmal geht es um den Spot verkaufen, den wir nicht brauchen. Also brauchen könnte man den prinzipiell schon, aber man braucht halt das Geld viel mehr. Deswegen fährt auch dieser kleine unsichtbare Panzer hier einmal nach unten, denn da gibt es mehr Geld zu holen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns darum, einen von den Eingängen frei zu machen. Und man muss ein wenig aufpassen, wie man das tut. Also man kann einen Angriff der Gegner auslösen. Die genauen Bedingungen habe ich nicht ganz verstanden, aber wenn man es falsch macht, greifen alle Gegner, die hier stehen, plötzlich die Basis an und in diesem Zustand hat die Basis keinerlei Chance. So, jetzt kommt der schwierigste Teil an der Mission, meiner Meinung nach. Nicht das aufgesammelte Geld aus der zerstörten Kirche, sondern das hier. Denn wenn genau das passiert, hat man verloren. Nahezu verloren. Pass. Dauert nur ein bisschen länger. Vielleicht, möglicherweise. Also im Optimalfall wird der Obelisk nicht zerstört, sondern man kriegt einfach alles damit kaputt. Aber ich hab's nicht so ganz reproduzierbar hinbekommen, wie ihr gesehen habt. Ach, macht aber nichts. Jetzt können wir uns eine Raffinerie leisten und Geld sammeln gehen. Das war hier oben in dem Feld. Ist ein bisschen blöd, dass der Panzer noch lebt. Jetzt schießt er die ganze Zeit. Aber solange der da stehen bleibt, ist das eigentlich in Ordnung. So. Und wenn das Ganze ein bisschen schneller geht, stellen wir mal auf maximale Geschwindigkeit. Ganz wichtig ist, dass wir jetzt eine Einheit hier oben positionieren. Denn diese Luftangriffe, die wir schon gesehen haben, haben die Eigenschaft, dass sie immer die nördlichste Einheit auf der Karte angreifen. Die KI war noch nicht so furchtbar gut hier in dem Spiel. Was die Game Designer aber sehr elegant gelöst haben durch entsprechende Vorteile des Gegners. Also einige Missionen sind durchaus anspruchsvoll hier. So, während unser Sammler Geld holen geht, schauen wir uns einmal die gegnerische Basis an, die zerstört werden muss. Diesen Teil hier sehen. Perfekt. Dann bauen wir noch ein Kraftwerk an, die Obelisken wieder herzurichten. Auch dieses Türmchen da. Das sieht so traurig kaputt aus. Das muss ja nicht sein. Ey! So war das nicht geplant. Ich wollte eigentlich eigentlich wollte ich den Panzer da oben für den Luftangriff stehen lassen, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Nehmen wir halt was anderes an. Brauchen wir sowas von überhaupt nicht mehr. Die Nordbikes oder Recon-Bikes sind sehr schnell, aber können halt nichts. So,
Ah, Timing verpasst. Moment. Jetzt warten wir einmal auf den gegnerischen Sammler. Und building. In der Zwischenzeit auch noch eine Unit lost. Das war dann der Luftangriff da oben. Und select target. In der Sammler. Nuclear weapon. Und ein Großteil der Basis ist schon hinüber. Jetzt müssen wir nur noch darauf achten, wie wir die hier alle kaputt kriegen, ohne dass die Basis von uns vernichtet wird. Ich hab das gegen die Einheit nicht da oben hinstellen, ne? Ja. Also irgendwie hat die KI wirklich Spaß daran, immer nördlichsten Einheiten oder Gebäude als Ziele auszuwählen. Was glaubt ihr? Wir nochmal sammeln. Wir brauchen noch ein Ballisten hier. Dann müsste das eigentlich langsam reichen. Naja, Geld können wir uns so noch besorgen. Man bekommt nur einen atomaren Angriff pro Mission. Deswegen kann man danach das Teil wieder verkaufen. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf Geld. Ey, das passiert, wenn man vergisst, irgendwelche Einheiten nördlicher hinzustellen als den Obelisken. Das ist sehr unangenehm. Einmal Geld sammeln. Building. Ja, vielleicht zweimal. Unit ready. Wenn du jetzt fertig bist mit Abladen, dann bleibst du erstmal kurz hier, bitte. Wenn du nicht jetzt gleich die nördlichste Einheit bist. Denn jetzt werden wir mal gucken, ob wir die restlichen Panzer und sowas nicht kaputt kriegen. Meiner Erfahrung nach reicht es, den hier anzugreifen und einen Angriff zu triggern. Genau, das klappt relativ zuverlässig. Ein bisschen Chaos, weil ich die Spielgeschwindigkeit runtergestellt habe. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber eigentlich sollten hier die Obelisken mit alles rumstehen. Okay, dann gehen wir nochmal Geld holen. Wir brauchen einen östlichen Building. Wir können das noch brauchen. Building. Das können wir noch brauchen. Construction complete. Building. Construction complete. Reinforcements have arrived. Building. Building. Alles irgendwie durch. Construction complete. Reinforcements have arrived. Yes, sir. Affirmative. Ready. Die Nerven eigentlich relativ sinnlos. Aber die kann man ziemlich schnell die Gebäude kaputt machen. Deswegen nutzen wir das einfach mal ein bisschen Zeit. Mit den Artillerieeinheiten hier kann man genau das machen. Wir haben eine größere Reichweite als alle Türme von GDI. Deswegen ist es relativ leicht, diese Abdeckung bei korrekter Positionierung zu vernichten. Wenn man halt zu nah dran fährt, klappt das natürlich nicht. Damit dürfte die Mission eigentlich auch durch sein. Aus irgendeinem Grund kriegt der Gegner das immer hin, wenn ich das hier spiele, einen neuen Sammler zu bauen, wenn er die Firma verkauft hat. Der kann sich ja nicht wehren, von daher. Mission accomplished. So einfach geht die Mission, wenn man weiß, wie. Am Anfang habe ich echt gedacht, wie soll das funktionieren? Ja. Gar nicht so schwierig. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst.